1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schmerzen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter Umständen schon sehr lange sehr schlimme Schmerzen haben und die eventuell gar nicht richtig in den Griff bekommen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben sehr, sehr starke Schmerzen haben, ertragen, erleiden müssen und dann ist es wieder gut geworden. Gerne würde ich auch reden mit Leuten aus dem Krankenhausbereich, Pflegebereich, mit Krankenschwestern oder Ärzten, die mit Schmerzpatienten zu tun haben. Wie ist das für euch, immer konfrontiert zu sein mit Kranken, die so leiden müssen, die so Schmerzen haben? Und, das ist ja natürlich auch eine Variante des Themas, ich würde auch noch gerne mit Leuten sprechen, die Lust am Schmerz haben, also Richtung Sadomaso-Sexualität. Also, unsere Telefonnummer, wenn ihr euch gerne hier einklinken wollt, unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Werner und Werner ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo ja. Werner. Hallo. Ja, ich mache das Thema Schmerz ja schon sehr lange mit. Mhm. Eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr. Seit dem 17. Lebensjahr? Ja, genau. Ich hatte also damals einen Verkehrsunfall. Ich war also mit dem Moped unterwegs, hat mir jemand die Vorfahrt genommen, eine Fahrschule mit einer Fahrschülerin. Ja, und dabei habe ich mir den zweiten, dritten und vierten Lendenwirbel gebrochen, ja, also eine Trümmerbrüche. Mhm. Das heißt also, der dritte existiert nur noch in Fragmenten. Ja. Damals ist, das hat man aber dann erst später festgestellt, ist also Blut in den Zwischenraum, wo das Rückenmark drin sitzt, in diesen Hohlraum, wo das der Liquor, die Rückenmarksflüssigkeit drin sitzt, reingelaufen. Ja. Und dadurch hatte ich eine komplette Querschnittslähmung ab ungefähr Bauchnabel abwärts. Ja. Und es hat dann fast knapp 2 Jahre gedauert, bis die überraschenderweise dann nach und nach zurückging. Ach, die ging von alleine zurück? Die ging von alleine zurück. Und das hatte niemand erwartet damals? Nein, überhaupt nicht. Das muss ja gar nicht die technischen Möglichkeiten des... Stimmt, das ist ja schon eine ganze Weile her, ja. Genau, das war 1970. Ja. 72 danach, ja, viel das, mehr. Das muss doch dann für dich grandios gewesen sein. Ja, natürlich, das war das Größte. Man muss sich Folgendes vorstellen. Es kam also etwa in der dritten Nacht nach dem Unfall, ich konnte also wegen der Schmerzen auch nicht schlafen, und kam also ein Arzt zu mir, ich war also damals in einem Unfallkrankenhaus, einem BG-Unfallkrankenhaus, die hatten also auch so eine Station für Querschnittsgelähmte. Ja, da kam ein Arzt zu mir von dieser Station, sagte, ach hallo, bist ja wach, wunderbar, also Folgendes hast du ja schon gemerkt, hast ja kein Gefühl mehr in den Beinen, die Beine funktionieren auch nicht mehr, du hast eine Querschnittslähmung und ja, dein Leben wird sich in Zukunft im Rollstuhl abspielen. Das Ganze war nachts und so zack, zack, 3 Uhr. Einfach hingesagt. Genau. Unglaublich. Nachts um 3 Uhr. Zu einem 17-jährigen jungen Mann. Ganz genau. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, das Thema Schmerzen begleitet dich von diesem Unfall an. Ich gehe mal davon aus, dass nachdem du dich dann wieder bewegen konntest, was ja was Positives ist, dann aber dennoch was Negatives mit einherging, nämlich Schmerzen. Ganz genau. Es fing also dann so circa 74 an, da kam also diese Brennschmerz, Phantomschmerz, neuropathischer Schmerz, ist alles das Gleiche kam dann. So peu à peu wurde also immer mehr. Ja. Und so bis 92 in etwa habe ich den dann also mit dem Medikament Valeron, was die Vorstufe des Opiats ist, recht gut im Griff gehabt. Jetzt muss ich nochmal fragen, kannst du denn, nachdem die Querschnittslähmung sich mehr oder weniger aufgelöst hat, konntest du und kannst du bis heute richtig normal gehen? Also ich sag mal bis etwa... Ja, Anfang 2000, 2001, da hat man das also eigentlich gar nicht gesehen.
Und aber 2001 hat sich dann das also sehr verschlechtert. Mhm. Und mittlerweile sieht man es also schon sehr deutlich. Was heißt, man sieht das? Ja, ich laufe also nach vorne leicht über. Ach so, meinst du das, ja. Nach der Seite etwas. Warum hast du permanent Schmerz? Ja, und zwar das Rückenmark ist also nach wie vor eingeklemmt in diesem Bereich, um den dritten Lendenwirbel. Mhm. Das heißt, es ist permanent entzündet. Da kann man nichts operieren? Gar nichts, keine Chance. Das ist permanent entzündet? Na gut, da kann man sich natürlich vorstellen, was das für Schmerzen sind. Du hast gesagt, du hast über so einen langen Zeitraum Valoron genommen, was auch schon ein sehr starkes Schmerzmittel ist. Ja. Und ja auch Nebenwirkungen hat, wenn man das über einen langen Zeitraum nimmt. Eigentlich gar nicht. Ich habe da also überhaupt kein Problem mit gehabt. Mhm. Meine Leber hat da also ohne weiteres mitgemacht. Ja. Da habe ich also keine Probleme gehabt, ja, und dann... Hat dieses Medikament dir denn die Schmerzen zumindest eindämmen können? Genau. Das ging. Und das geht bis heute? Es kam dann ein Wandel. Seit 92 ungefähr hat das Valoron nicht mehr gewirkt. Mhm. Und dann hing ich eigentlich 4 Jahre lang in der Luft. Mhm. Ich hing in der Luft. Mhm. Damals kam das erst so richtig raus, dass es also Schmerzzentren gab, dass es Schmerzpraxen gab so weiter. Ja. Aber war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, muss ich dazu sagen. Wie ist denn die Situation jetzt heute? Was nimmst du heute ein? Also, ich habe jetzt im Jahr 2001 habe ich eine Schmerzpumpe gekriegt. Das heißt, die wird also unter dem linken letzten Rippenbogen, praktisch unter der letzten Rippe, wird in einer kleinen, zweistündigen Operation wird eine Tasche in das Fettgewebe geschnitten. Es wird eine Pumpe ungefähr so groß wie eine Schuhcreme-Dose. Wird da eingesetzt. So ungefähr sieht es auch aus. Ja. Und die hat einen ganz dünnen Schlauch. Ja. Und dieser Schlauch geht also um den Körper rum und geht in die Wirbelsäule rein. Und das heißt immer... Ja. Das heißt immer, wenn du Schmerzen hast, kannst du da drauf drücken? Nee, sondern wie geht das? Diese Pumpe pumpt permanent 2 Milliliter Morphin am Tag. Und wie kann man diese Pumpe wieder auffüllen? Ja, und zwar im Rhythmus von 28 Tagen gehe ich also in das Schmerzzentrum. Ja. Und dort ist an für sich so eine... Ja, so eine kleine Station, wenn man mit den Fingern drüber fühlt, im Bereich der Pumpe, merkt man wie so ein Gumminippel. Ach so. Und da wird mit einer Nadel reingestochen, wie mit einer Spritze. Verstehe. Und darüber wird über ein Pumpsystem werden also 60 Milliliter wieder aufgefüllt. Wieder aufgefüllt, ja. Wenn du diese Pumpe nicht hättest, Werner, ja. Könntest du mit mir reden jetzt? Vor Schmerzen? Ging das überhaupt? Ja, eingeschränkt. Mhm. Also ist ja ein permanenter Schmerz da. Ich ahne schon, wenn man seine Pumpe jemandem einpflanzt und mit einem solchen Medikament versieht, dann ist das schon sehr ernst. Ja, jetzt, man darf aber eins nicht vergessen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ich nehme also zu der Pumpe, diese Pumpe reicht also von der Dosierung her nicht aus, ist aber gleichzeitig die größte Pumpe, nehme ich 3-mal am Tag vormittags um 8 Uhr 2-mal 100 Milligramm Morphin, oral, also über den Mund, und nachmittags um 16 Uhr nochmal 2-mal 100 Milligramm und nachts um 12 Uhr nochmal 100 Milligramm. Das verdeutlicht mir, wie ernst das ist und welche großen Schmerzen du hast. Diese kompakte Therapie, sage ich mal, das Einnehmen und die Pumpe, bewirkt dieses denn wenigstens, dass du schmerzfrei bist? Sagen wir mal so, im Großen und Ganzen schon. Aber es gibt so in gewissen Abständen, sag mal so 2-mal die Woche, sogenannte Schmerzspitzen. Mhm. Die entstehen ohne ein bestimmtes Ereignis jetzt, ohne dass ich was hebe, dass ich mich verdrehe oder so. Ja. Die entstehen einfach. Warum? Ja. Keine Ahnung. Das heißt, das musst du dann aushalten. Das muss ich aushalten. Du bist erst 53 Jahre alt. Ich gehe mal davon aus, dass du Frührentner bist. Nee, ich arbeite jeden Tag 10, 12 und noch mehr Stunden. Das ist ja doll. Was arbeitest du?
Ja, ich bin selbstständig. Ich habe mit meinem Sohn zusammen eine Firma. Wir machen also so Sanierungen, Renovierungen. Ach so, das heißt, du musst da auch körperlich richtig ran. Nee, das nicht. Ich mach Büro, du machst Büro, Verkauf und solche Sachen. Aber alle Achtung, dass du das dann alles noch so hinbekommst. Das hab ich auch gemacht während meiner stärksten Schmerzphasen. Auf jeden Fall. Ich habe mich nie daheim hingelegt. Auf jeden Fall ist das Thema Schmerzen dein Lebensthema, kann man sagen, ne? Nach diesem schweren Unfall. Ja, natürlich. Ich kenne mich einfach auch mittlerweile recht gut aus. Informiere mich immer. Kann man so diese geballte Anwendung von Schmerzmitteln, die du jetzt über dich ergehen lassen musst, um erträglich leben zu können, kann man das endlos machen auf die Dauer? Oder? Beim Morphin ist es so, dass es im Grunde genommen keine Obergrenze gibt. Und wenn ich also immer höre, man kann mit Morphin jemand umbringen, ist dummes Zeug. Das ist wirklich dummes Zeug. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Also du bist guter Dinge, dass du so auch sehr alt werden kannst mit dieser. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch sehr für dich, Werner. Das ist ja wirklich, wirklich schlimm, wenn man das ganze Leben lang sowas mitmachen muss. Und aber gut, inklusive der Familie. Aber toll finde ich, dass du arbeitest und das ist ja so eine Gegenwelt dann auch zu der Welt der Krankheit. Die braucht man, Die braucht man. Lieber Werner, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute und dass sich das nicht noch weiter verschlimmert vor allen Dingen. Ich danke dir. Alles Gute. Jürgen. Und schönen Gruß an deine Familie. Jede Nacht. Ehrlich, ist das wahr? Ja, ich kann hier nur 5 Stunden schlafen. Ach so. Ja, und das nur auf der rechten Seite. Ja. Und dann liegst du wie ein Klotz und wenn du 5 Stunden gelegen hast wie ein Klotz, tut dir alles weh. Kann ich mir vorstellen. Also, mach weiter so. Alles Gute, Werner. Okay. Tschüss. Tschüss, danke. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt Schmerzen. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr sehr stark unter Schmerzen leidet oder vielleicht mal gelitten habt und habt es überwunden. Würde gerne mit Leuten, mit Krankenhauspersonal sprechen, die mit Schmerzpatienten umgehen oder auch mit Leuten, die den Schmerz gut finden, also die Lust am Schmerz haben. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, damit wir euch danach zurückrufen können. Peter ist hier. Peter ist 39. Guten Morgen. Ja, 39 bin ich. Hallo. 39, genau. Ja, mein Thema ist eigentlich seelischer Schmerz, sehr starker seelischer Schmerz, der dann in körperlichen Schmerz übergegangen ist. Was hat den seelischen Schmerz ausgelöst? Das war eine starke Depression und... Wann war das? Das war schon Ende 2004. Ich war dann auch in der Klinik und das ist aber immer wieder aufgeflammt und so kam es dann vor knapp einem Jahr am 25. September zu einem Suizidversuch. Und der war ziemlich spektakulär und es ist auch ziemlich spektakulär, dass ich überlebt habe. Was hast du gemacht? Ich habe mit einer Aluminiumstange Kontakt zu einer Bahnoberleitung aufgenommen. Das ist hier im Erftkreis passiert, an der Braunkohlenbahn, wo man relativ leicht rankommt. Diese Voltzahl ist unglaublich, ne? Weißt du's? Ja, das ist unbestätigt. Also die Ärzte haben von 6000 Volt gesprochen. Du bist mit einer Aluminiumstange diese Drähte dort oben berührt. Bewusst berührt, ja. Aber du müsstest doch mausetot sein. Ja, das haben alle angenommen, ja. Was ist denn passiert in dem Moment? Aluminium leitet doch genauso? Ja, das muss ich mal blöd fragen, ja, ne? Ja, leitet wunderbar. Ja, genau. Ja. Ja, also das war so, da war so eine Verkleidung und da konnte ich das rausreißen und das habe ich auch geschafft. Und wie, da konntest du es rausreißen? Ja, das war an so einem Mauervorsprung, wenn man so will, und da war noch so eine Verkleidung und da waren so Aluminiumschienen drin. Ja. Und mir ist es gelungen, da eine rauszureißen. Okay, aber ich frage dich jetzt, in dem Moment, wo der Kontakt war zwischen deiner Hand, der Aluminiumschiene und dem Starkstrom oben, was ist da passiert? Ja, ich hatte mich hingekniet, ich bin zur Seite gekippt und habe dann die Kontrolle verloren. Ich war aber nicht bewusstlos. Hast du denn einen Stromschlag gespürt? Ja, das war... Also die Augen sind zugegangen irgendwie und das war ein ganz kurzes Hitzegefühl und wie so ein durchgeschleudert werden.
Ich bin insofern sehr erstaunt, weil ich mit einer Anruferin hier schon gesprochen habe, deren Kind in die Nähe einer Starkstromleitung gekommen ist, nur in die Nähe und ist gestorben. Ja, das ist möglich, dass das so eine Überlandleitung war. Mhm. Sowas. Die sind natürlich noch stärker. Ne? Wie schwer warst du verletzt? Also das Verrückte ist sogar, wie gesagt, ich war gar nicht bewusstlos. Ich bin Brillenträger, die Brille war dann kaputt und ich hatte dann so durch den Aufschlag war meine Nase am Bluten und am sehr dick geschwollen und dann habe ich mich noch aufs Fahrrad gesetzt. Ach. Und bin noch so 1-2 Kilometer gefahren. Und meine Idee, meine Eingebung war dann irgendwie mich im Wald zu verstecken, um dann wirklich zu sterben. Aber da war nichts mit Sterben? Nee, dann war dann irgendwie durch Meldesensoren oder was auch immer kam dann der Werkschutz. Ach so. Und dann hatten die einen Krankenwagen bestellt und den habe ich dann aber noch glaubhaft machen können, ich hätte einen Fahrradunfall gehabt. Also du bist dann schon in eine Klinik gekommen? Also die Nase blutete nur und die haben mich dann in ein normales Krankenhaus gefahren. Und es gab keine inneren Verletzungen? Nee. Unglaublich. Jetzt muss ich nochmal fragen, ich weiß es wirklich nicht genau. Leitet denn Aluminium genauso, als wenn du da eine Eisenstange dran gehalten hättest? Ja, ich glaube fast noch besser. Fast noch besser? Ja, auf jeden Fall. Hat dir das mal irgendein Physiker oder jemand, der Ahnung hat, ein Ingenieur erklärt, warum? Warum du lebst? Ja, da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche. Also man hat mir gesagt, ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Bis zum Halbmarathon bin ich mal gelaufen mit 22 und dass ich doch ein sehr gesundes Herz habe. Ja. Das Verrückte ist, dass ich auch keine Herzrhythmusstörung, nichts bekommen habe. Das ist, glaube ich, nicht die Erklärung. Die Erklärung wird irgendeine physikalische sein. Irgendwas, ja. Das ist dich nicht so sehr. Also medizinisch hatte ich eine sogenannte Rhabdomyolose. Das ist, wenn sich Muskelzellen durch den Stromdurchfluss im Körper absetzen und da kann man Nierenschäden von bekommen. Mhm. Aber das hat man durch Infusionen alles hinbekommen. Dieser Moment der Berührung. Ja. Du hast gesagt, das war wie so ein Schlag. Der, ja. Aber es war es auch, kann man das als Schmerz bezeichnen? Nee, ja, eher so, vielleicht wenn man sich mit einem ganz scharfen Messer irgendwie in der Küche mal schneidet. Das ist ja Wahnsinn. Ein stechender Schmerz war das. Mhm. Aber das ist ja auch so, man blutet da gar nicht groß, wie gesagt, bis auf die Nase. Aber wie kommt man auf eine solche Idee, wenn man sich das Leben nehmen will, sich so kurios das Leben nehmen zu wollen? Ja, also ich habe gedacht, das wäre ziemlich sicher halt. Ja. So, der Auslöser waren starke seelische Schmerzen. Ja. Starke seelische Schmerzen haben Menschen, die Depressionen haben, genau. In der Tat. Ja, und dann bin ich auch viele Jahre Single und ich habe mich dann wertlos gefühlt, hatte einen Zeitarbeitsvertrag und... Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Ja. Was meinst du, was hat die Depression ausgelöst damals? Ja, der große Arbeitsdruck und das Alleinsein. Das Alleinsein. Ach, das war damals auch schon so, als die... Das ging im November 2004, ging das los. Mhm. Wie geht es dir denn nun heute, nach diesem kuriosen Selbst? Im Moment ziemlich gut. Ich hatte auch schon mal überlegt, im April, Mai bei dir anzurufen, hattest du so eine Sendung, das habe ich mir selber zuzuschreiben ja. Und das habe ich mir selber angetan und ja. Da hatte ich aber nicht den Mut. Und jetzt habe ich seit letzten Freitag öfters probiert. Und der Mut ist jetzt da und das ist auch toll so, finde ich prima. Was machen die Depressionen? Die sind im Grunde weg. Ich nehme jetzt noch ein leichtes Antidepressiva. Mhm. So, ich sag mal, als Sicherheitsnetz. Ja. Körperlich ist auch soweit alles okay? Ja. Ja. Also, was ich noch nicht kann, ich hatte mich ja da gebückt und hatte auch so die Knie, die waren, das war alles Verbrennung dritten Grades. Mhm. Ach so, das dann doch. Ich kann mich nicht hinknien. Weil das so vernarbt ist, oder? Die Haut ist noch ganz dünn. Das ist fast wie so eine Babyhaut. Und aber da musst du doch schon heftige Schmerzen an den Knien doch ja, gehabt haben. Und an den Händen. Also ich habe an beiden Handflächen Narben von 4 bis 5 Zentimetern. Ah ja. Hast du gerade so verschwiegen. Da war das gar nicht so, war es nebensächlich für dich vielleicht? Ja, ich sag mal so, ich habe wenig Schmerzmittel genommen. Also die Schmerzen haben schon 2-3 Monate angedauert. Mhm.
Wie lebst du denn heute? Hast du denn, du hast vorhin von der Einsamkeit gesprochen, ist es heute besser für dich? Ja, also ich sag mal, mit Frauen ist immer noch so ein Problem, ja. Aber ich mache jetzt so eine berufliche Reha-Maßnahme. Ja. Und wo soll es beruflich hingehen? Ins Kaufmännische. Ins Kaufmännische, ja. Ja. Ich habe auch nächste Woche 2 Vorstellungsgespräche. Also, Da liegen heftige Zeiten hinter dir. Ja. In der Tat. Ne? Also es war auch lange Zeit unklar, ob meine Hände noch voll bewegungsfähig sind. Doch, so schlimm war es. Weil die Verbrennungen so tief waren. Mhm. Das hat sich aber alles regeneriert. Ne? Wie denkst du denn heute darüber, dass sie jenseits dich nur nicht haben wollte? Ja, ich denke, ich glaube doch, es gibt schon sowas wie ein Schicksal oder dergleichen. Ich habe zuletzt auch ein Buch über Palmblattbibliothek gelesen. Und über was? Über die Palmblattbibliotheken in Indien. Ach ja, da habe ich im Fernsehen mal gesehen. Ja, ja. Und an sowas glaube ich langsam, weil ich habe gestern, da war ich auf einer Messe in Köln und treffe nach 14 Jahren jemand wieder, mit dem ich mal einen Aufsichtsjob gemacht habe. Mhm. Und das sind alles so dumme Zufälle, die kann es eigentlich nicht geben. Also, daraus höre ich, dass du froh bist, dass du lebst. Ja. Und dass du das auch nicht beabsichtigst, nochmal zu machen. Genau, ja. Ja. Peter, ist eigentlich eine bewegende und heftige Geschichte, aber dennoch im Moment eine schöne Geschichte, weil sie einen guten Ausgang zu nehmen scheint. Ja. Dir geht es einigermaßen gut und beruflich hoffe ich dann auch, dass du wieder Tritt fassen wirst. Ich habe jetzt ein bisschen körperliche Probleme. Ich habe durch die Psychopharmaka und durch viele Nichtstun habe ich sehr stark zugenommen. Ja. Und kriegst du wieder runter. Ich weiß, ich habe dadurch auch hohen Blutdruck bekommen, aber das ist alles noch im Rahmen. Bist du ein junger Kerl, da kann man noch eine ganze Menge machen. In einem Jahr bist du schlank und rank. Sag das mal den Arbeitgebern. Lieber Peter, ich wünsche dir von Herzen weiter, dass es so weiter bergauf geht. Ja. Und natürlich dann letztendlich irgendwann auch mal, dass dir eine tolle Liebe da ins Haus flattert. Ja. Das wäre der I-Punkt auf alles dann richtig. Noch. Richtig, ja. Von Herzen alles Gute. Okay. Tschüss, Peter. Danke. Tschüss. Unser Thema heißt Schmerzen heute Nacht und wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, hier live im Radio, bei 1 Live, im WDR Fernsehen, bei 1 Festival, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Katrin ist 38 und mein Gast hier. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Katrin. Bin ich jetzt bei dir zugeschaltet? Du bist jetzt bei mir richtig live zugeschaltet. Ist ja cool. Ja. Ja, jetzt hatte ich jetzt gerade noch kurz was von deinem vorherigen Anrufer mitbekommen. Mein Thema ist ein ganz anderes, was du eingangs in deiner Sendung jetzt angesprochen hast. Und zwar, ich stehe drauf, oder es bereitet mir Genugtuung, anderen Menschen im Rahmen von SM-Schmerzen zuzufügen. Ah, also du willst sie selbst bei dir nicht ertragen? Nee, also das ist so weniger mein Ding. Ich kann also, mich macht das sexuell nicht, ich bin kein Schmerzerotiker, wie wir das nennen. Nee, aber du willst gerne Schmerzen bewirken bei anderen Menschen. Ja, wenn das natürlich nur... wenn es gewollt wird. Wenn das vereinbart ist. Wenn es vereinbart ist. Es geht da ja um Rollenspiel. Ja. Also ich darf nichts machen, was mein Partner nicht wünscht, was nicht hier recht ist. Gerätst du denn in eine sexuelle Erregung, wenn du merkst, dass der andere, je größer die Schmerzen des anderen sind? Ja, wenn ich denke mal, du würdest dich wahrscheinlich mal auf so ein Praxisbeispiel ganz gerne mal hören. Gerne, leg los. Zum Beispiel, ja gut, ich habe hier eine Vorrichtung in meiner Wohnung, das sind so Haken in der Decke, da hängen Ketten dran. Wenn ich den zum Beispiel dann festmache, er bewegungsunfähig ist und ich ihn dann das Hinterteil bearbeite mit einer Peitsche und ich dann eine Erektion bemerke bei ihm, ist es schon natürlich eine gewisse, ja, auch Erregung bei mir schon auch da, wenn ich sehe, dass er dann erregt wird. Also der Mann hängt an der Decke? Ja, nee, nicht an der Decke, hängt an den Ketten, die an der Decke festgemacht sind. Ach so, also er hängt nicht in der Luft? Nee. Also er steht schon mit den beiden Beinen auf der Erde. Also muss also auch alles, ist alles auch auf Sicherheit bedacht. Es muss ja, verstehe. Halt alles genau. Nicht, dass derjenige jetzt irgendwie in Gefahr gerät. Das ist klar. Wichtig, ne? Wie schlägst du? Mit einer Peitsche? Mit einem Holzstab? Stock? Nee, also oder? Ich meine, das ist schon was, da musste ich mich auch erstmal sehr drüber schlau machen. Also man darf ja auch zum Beispiel nicht auf alle Körperteile wie wild dann drauf loskloppen. Mhm. Wo darf man nicht hinkloppen? Ja, so, also alles das, was über zum Beispiel dem Hintern, was so im Rückenmarksbereich liegt, da sollte man tunlichst nicht mit dem Rohrstock draufhauen. Das kann also dann sehr üble Verletzungen
hervorrufen. Da muss man schon sehr aufpassen. Man kann aber volle Kanne, man kann aber volle Kanne mit dem Rohrstock auf die Pobacken hauen. Ja, zum Beispiel. Ja, da muss man schon auch gucken. Also ich meine, das ist natürlich, ja, wir sind da im SM-Bereich schon sehr, wir müssen immer sehr aufpassen, was auch in im Grenzbereich Körperverletzung dann fällt. Ne? Wenn ich zum Beispiel jemand mit dem Rohrstock bearbeite und die Haut platzt auf, ist das ja, kann das ja schon fast an Körperverletzung grenzen. Ne? Okay, nehmen wir mal das Beispiel. Es platzt die Haut auf. Nee, also das habe ich also bis jetzt noch nicht erlebt. Das würde ich auch wahrscheinlich, so weit würde ich gar nicht gehen. Ach so, da ist zum Beispiel deine Grenze. Da ist meine Grenze. Könnte ja auch sein, hätte ja auch sein können, dass dich das dann besonders radadoll macht. Nee, also das ist im Rahmen des Vereinbarten, also ich würde zum Beispiel niemand, das würde für mich schon in Richtung körperliche Misshandlung gehen. Mhm. Letzten Endes tue ich das ja auch nur mit einem Partner, der mir vertraut ist. Und da muss ich schon immer denken, also der Mensch, der mit dem ich das zusammen dann tue, der den habe ich ja gerne, ne? Klar, aber der will es ja auch. Ja, sicher machen wir das. Aber es ist immer ein Rohrstock oder gibt es noch andere? Es gibt verschiedene Sachen. Ich meine, es gibt so gut, es gibt ja auch so diese Haushalts-SMer, die machen das sogar mit einem Teppichklopfer. Ja. Also du hast jetzt gerade gesagt, man. So, dass das beste Mittel ist eben halt so eben halt die ganz normale Lederpeitsche. Ja. Und dann auch mal der Rohrstock zum Beispiel. Ja. Das sind so Gänge. Oder auch mal eine Reitgerte beispielsweise, wer es mag. Mal eine Reitgerte ist auch nicht schlecht. Also, auch nicht schlecht, hast du Erfahrung? Nein. Du hast nett gesagt von dir. Also man sollte nicht auf den Rückengeschichten schlagen. Ja, zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau beißt, es gibt ja auch sehr devote Frauen, die auch geschlagen werden möchten. Zum Beispiel dann wirklich auch nicht so auf die Weichteile und auch nicht auf den Brustbereich direkt einschlagen. Weil das auch innere Verletzungen geben könnte. Ja, sicher, genau. Es gibt natürlich dann auch in dem Bereich wirklich extreme Leute, die das trotzdem wollen. Ja, ich weiß. Ich habe ja schon mit heftigen Leuten gesprochen. Ja, also das ist bei mir der absolute Grenzbereich. Also wenn das jemand von mir verlangen würde, das würde ich dann auch nicht mitmachen. Aber du bist keine Domina. Nee. Also du bist in meinem SM-Verhalten schon dominant, aber es hat seine Grenzen. Und du betreibst das nicht professionell, nein, sondern nur privat? Nee. Ich mache das nur im Rahmen, wenn ich eine Beziehung habe. Ich bin zum Beispiel da so. Auch nicht so der Typ, der da noch auf Partys geht oder. Ach so, und du hast im Moment eine Beziehung? Ich im Moment nicht, nee. Leider nicht. Aber da wird sich mit Sicherheit wieder mal irgendwo jemand finden. Ich bin zum Beispiel auch nicht so der Typ, der dann von einem zum anderen wechseln kann, so Bäumchen wechsel dich. Aber es muss ein Typ sein, das verkompliziert ja das Finden eines Mannes. Es muss ein Typ sein, den du toll findest, den dich verlieben kannst und der dann auch noch so gestrickt ist. Ja. Das sind viele Einschränkungen, stelle ich mir schwer vor, da dann einen Partner zu finden. Ja, doch, aber man kann auch Kompromisse eingehen. Man lernt ja auch immer wieder viele Leute kennen, auch auf Öffentlichkeitsveranstaltungen. Also du gehst schon so in diese Szene, gehst du schon rein? Ja, schon, aber jetzt nicht so auf extreme Partys und Fetisch und so weiter. Ist ja auch immer mit sehr viel Geld verbunden. Ja. Du hast aber so Sachen in deiner Wohnung, hast du gerade angedeutet, ja, in den Ketten. Ja, also die eben halt, jetzt gucke ich gerade da drauf, das sind immer halt meine Ketten, die ich hier an der Wand hängen habe. Ah, ja. Meine kleinen Utensilien, die ich habe. Ist das im Schlafzimmer? Ja, ich habe hier so einen Wohn-Schlafraum, das ist so, ja, und dann habe ich auch so ein paar Sachen halt noch so an, es gibt ja so eben halt die Zeitschriften, die ich habe, es gibt so eine Zeitung, die wird so mehr unter der Hand gehandelt, die nennt sich Schlagzeilen. Mhm. Ist ja auch ein ganz guter Name für so eine Zeitung, ne? Schlagzeilen. Genau, was für ein zweideutiger Name. Ja, da stehen auch halt sehr gute Geschichten drin, da kann man auch was veröffentlichen, wenn man mal ins Internet geht, da ist ja eine Riesenszene. Eine Riesenszene ist das, ich weiß. Wahnsinn. Ja, aber ich bin da auch nicht so, ich meine, wenn ich auch mal eine Weile alleine bin, dann ist das auch nicht so dramatisch. Wie lange hast du jetzt keinen Typ gehabt? Zurzeit nicht, nee, aber das ist auch nicht so schlimm, ich treffe mich trotzdem da mit meinen Bekannten und Freunden. Und wie lange hast du jetzt keinen gehabt? Ja, 3 Monate ungefähr. Ja, aber es gibt nicht so One-Night-Stands bei dir? Nee, diese. Das muss dann schon eine Beziehung sein und dann geht es aber auch rund im Schlafzimmer, ne? Ja, schon, ja, gut. So, ich mag aber auch so diesen ganz normalen Vanillesex, nennen wir das, also ganz normale Sex und ganz normalen Sex, da habe ich also, das ist auch sehr schön für mich. Ach, das geht auch? Natürlich. Aber der Typ muss auch so gestrickt sein, dass er die anderen Dinge... Also ich mag das Wort muss nicht so gerne, ne? Also ich meine, es kommt immer da auf die Chemie zwischen den Menschen stimmt. So, erklär mir nochmal so die Szenerie. Also wir nehmen nochmal beispielsweise an, der Typ ist angekettet, so wie du es gerade beschrieben hast. Du schlägst ihn, so wie du es auch beschrieben hast. Ja. Vielleicht auch dahin, wo er so gerne möchte. Die Tabu-Grenzen, Bereiche kennen wir jetzt. Er bekommt dabei eine Erektion. Ja. Wie bist du nackt, während du schlägst? Nee, ich bin dann eben halt so im Dress. Entweder trage ich mal so ein korsettenschwarzes Lederkorsett und hohe Stiefel. So, jetzt kriegt er aufgrund der Schläge eine Erektion. Ja. Wie geht das ganze Spiel jetzt weiter?
Ja, das Spiel geht an sich, ja, ich muss natürlich, es wird, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt immer ein vorher vereinbartes Codewort. Mhm. Also nicht K-O-T, sondern Code, mhm, wie das englische Codewort. Mhm. Wenn er zum Beispiel jetzt, wenn wir uns geeinigt haben auf ein Wort, ist ganz egal, was auch immer, ja, Waschmaschine, wenn er das sagt, weiß ich sofort, die Session muss unterbrochen werden, ich bin zu weit gegangen beispielsweise. Ah ja. Das ah ja ist auch so sehr wichtig. Es geht beispielsweise dann so weiter, dass ich dann ja mir eben halt überlege, was kann ich als nächstes tun, wenn zum Beispiel dann der Hintern gut, ja, sag ich mal, rot geschlagen worden ist, mhm, dann auch noch mit heißem Kerzenwachs drauf zu gehen, das ist dann besonders empfindlich, mhm, dann noch. Dann, mhm. Ich muss aber immer sehr dann darauf achten, wie derjenige reagiert. Mhm. Ja. Macht dich ein schmerzhaftes Stöhnen auch an? Weniger. So, aber meine Frage ist, wohin führt das Ganze? Also das Ganze führt meistens dahin, dass dass dann meistens die Session dann irgendwann abgebrochen wird, mhm, von beider Seite aus. Das kann man auch nicht stundenlang, weil es ist sehr anstrengend, auch für denjenigen, der gerade... Glaube ich, für beide, ne? Ist. Ja, mhm. Weil er natürlich immer, der Chef ist im Grunde genommen der Unterwürfige. Ja. Weil ich muss ständig darauf achten, ob er alles hat, ob er genug Luft kriegt, wenn ich ihn gefesselt habe, wenn ich ihm Knebel in den Mund stecke oder in die Augen verbinde. Mhm. Er muss immer genug zu trinken haben, es muss immer genug Luft da sein. Ich würde zum Beispiel niemanden irgendwo fesseln und sagen, ich gehe mal im Einkaufen, mhm, oder so. Ne? Also Verantwortung trägst du? Ja, auf jeden Fall. So, das Ding ist vorbei. Waschmaschine, wir sagen Waschmaschine. Ja, so, und dann? Gut. Und dann kann es sein, dann wird erstmal... wende ich mich dann dem Partner erstmal liebevoll zu, denn ich habe ihn ja auch ganz schön traktiert, ja. Ja, dann kommt es meistens dazu, dass man miteinander dann auch noch schläft. So, das wollte ich hören. Ganz normal. Das wollte ich wissen, ob das so ist, ob man ja, dann... Ja, das ist aber so. Aber das hat dann mit Schmerz oder mit Demütigung, mhm, vor allen Dingen, was ich nicht sehr gerne mag, ist diese Verbalerniedrigung. Ja. Auf jeden Fall ist das so für dich und dein Leben und für die Partner, die dann mit dir das machen, die optimale Form des Vorspiels, so kann man ja sagen. Ne? Ja, kann man so sehen. Ihn macht das irre an und ich mache das dann auch irre an. Ja, ja. Und es endet dann in einem normalen Blümchensex. Ja, genau. Mhm. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Sekretärin. Sekretärin. Bist du im normalen Leben auch eine Resolute? Eher weniger, würde ich sagen. Ich bin also so ziemlich, ich würde mal sagen, ich bin ein sehr freundlicher Mensch, sehr entgegenkommender Mensch. Ist ja oft so, ne? Dass Leute im Sex die gegengesetzte Rolle suchen, die sie im normalen öffentlichen Leben haben. Ich würde mich schon als offene und aber doch auch sehr doch schon als starke Persönlichkeit würde ich mich schon einschätzen. Ja, ja. Ne? Sonst hätte ich mich auch gar nicht so sehr intensiv mit dem Thema auch beschäftigt und es gibt auch andere Fälle, wo Leute das gar nicht so ernst nehmen. Ich hatte da auch einen guten Lehrmeister, so ein erster SM-Partner, der mir wirklich alles auch über Verhütung, das ist auch immer ein Thema Hygiene, Verhütung, mhm, alles was dazugehört. Ne? Wie alt warst du, als du zum ersten Mal damit angefangen hast? Auch da war ich schon etwas älter. Wie gesagt, ich bin jetzt 38, anderthalb Jahre, da war ich so 36. Ah ja. Das ist also relativ spät bei mir. Frisch in der Szene. Ja, also ich würde mich nicht also unbedingt als Szenegänger bezeichnen. Ja, habe ich. Ich habe mich auch schon versucht, wie es bei mir wirkt, wenn mich jemand eben halt traktiert und das hat mich dann nicht so sehr angemacht. Mhm. Wie gesagt, aber ich meine, ich habe jetzt nicht den reinen sexuellen Lustgewinn, wenn derjenige Schmerzen hat. Für mich hat das auch was ein bisschen mit Abarbeitung zu tun, dass ich dann endlich mal am Drücker setze. Mich hat man in der Vergangenheit also auch nicht unbedingt so toll behandelt. Ah, verstehe. Also da kommen ganz viele psychologische Komponenten dazu. Also, das ist immer so, obwohl das ist mittlerweile, sag ich mal, vom psychischen Rollenspiel für mich schon abgearbeitet. Mhm. Aber mir macht es an sich nur Spaß, wenn derjenige dann auch, wenn das gemeinsam abgestimmt ist und beiden dann auch so... Also, eine ganz besondere Form zum Thema Schmerzen, besonderen Aspekt, haben wir jetzt gehört von der Katrin. Ich danke für den Anruf und wünsche weiterhin viel Vergnügen und alles Gute. Und Domian, deine Sendung ist toll und wenn ich kann, dann schaue ich die auch regelmäßig. Und großes Kompliment an dich und dir auch weiterhin alles Gute. Ne? Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, die Nummer hat auch gewählt, die Jasmin, und Jasmin ist 21 Jahre. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Du hast dich auch zum Thema Schmerzen bei uns gemeldet. Genau, und zwar bin ich Krankenschwester, seit einem Jahr frisch examiniert, kann man sagen. Ja. Und arbeite derzeit in einer Altenpflegeeinrichtung. Oh ja, dann bist du mit wahrscheinlich sehr schlimmen Sachen konfrontiert. Ja, und zwar habe ich momentan einen sogenannten Akutfall, kann man sagen. Mhm. Wir haben eine Bewohnerin, die ein, bösartigen Tumorleiden hat, der Lymphknoten. Mhm. Also der Hals ist so dick zugeschwollen, dass wirklich wie Tennisbälle am Hals rausragen. Mhm.
Wie alt ist die Frau? Die ist von Jahrgang 12, glaube ich, 14, also schon höheren Alters. Eine alte Frau. Mhm. Und selbst der Arzt sagt, dass mit dem Krankheitsbild, dass sie da noch lebt, ist schier fast ein Wunder. Mhm. Chemotherapie ist nicht mehr möglich. Mhm. Und bei ihr ist einfach das Problem, dadurch, dass sie noch ganz stark Demenz hat, also Alzheimer-Demenz, kann sie die Schmerzen nicht äußern. Aber unter Umständen wahrnehmen? Man weiß es nicht. Nimmt sie die wahr, ja. nur sie kann sie einfach nicht äußern. Man kann nicht sagen, ob sie jetzt Schmerzen hat oder nicht, weil auch vorher, vor dem Krankheitsbild, war es bei ihr so, dass sie oftmals, wenn man sie gedreht hat oder sonstiges, dass sie anfing zu weinen und just in der nächsten Sekunde fing sie wieder an zu lachen, da sie auch noch psychische Erkrankungen hat. Also das ist ein komplexes Krankheitsbild. Also ein ganz schlimmer und ein ganz tragischer Fall. Ja. Die Frau kann sich überhaupt nicht äußern. Ihr wisst gar nicht, wie stark ihr die Medikamente verabreichen müsst. Genau, und das ist eigentlich das größte Problem, dass ich fast mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar täglich, bei dem Arzt anrufe, bei ihrem Hausarzt, und mit dem verbal am Streiten, Kämpfen bin, wie auch immer, dass er ihr wirklich höhere Dosis verabreicht, beziehungsweise stärker wirkendes Mittel, weil sie derzeit sehr schwache Medikamente bekommt, was Schmerzmedikation angeht. Aber Jasmin, lass mich dich unterbrechen. Was ist das für eine Argumentation des Arztes? Was spricht dafür, niedrige Dosierungen zu geben? Weil er meinte, warum direkt mit den Hammermitteln anfangen und... Weil man nicht weiß, was die Frau empfindet. Also nimmt man gleich das Stärkste, um der Frau zu helfen. Ja, so sehe ich das ja auch. Und deshalb kämpfe ich da auch mit dem Arzt. Und das Schlimme ist ja einfach... Lass mich mal fragen, das interessiert mich wirklich sehr. Was spricht denn gegen die sogenannten Hammermittel? Ja, gar nichts. Das ist es ja. Nur mir sind die Hände gebunden einfach in dieser Einrichtung beziehungsweise in der Altenpflege. Weil alles eben mit den Hausärzten abgesprochen Gibt es denn keine Angehörigen, die man hinzuziehen kann, die das bestimmen könnten? Das ist das zweite Problem. Und zwar, sie hat noch zwei Angehörige, die selber in pflegerischen Einrichtungen leben und selber dement sind. Ach so, ja, dann ist das natürlich... Und davon gibt es wieder keine Kinder oder... Nein, also das sind wirklich die beiden einzigen. Sie hat einen gesetzlichen Betreuer und... Da kam für uns die Hammernachricht, also die Betreuung hat auch eine Patientenverfügung, sprich, sie darf sterben und soll nur wirklich ins Krankenhaus eingewiesen werden, falls die mal Atemnot hat oder stärkere Schmerzzustände. Und das ist wiederum das Problem, wie stark sind die Schmerzen? Mhm. Aber also, der gesetzliche Vormund, den die Frau hat, genau, lässt er sich schon mal blicken bei euch? Nein. Nein, also man kann gar nicht mit diesem Menschen direkt reden und das Problem erörtern. Also es ist einfach das Problem, dass ich diesen Betreuer auch schon oft ans Telefon bekommen wollte, nicht bekommen habe, dass per E-Mail, Briefverkehr, wie auch immer ich dort Kontakt aufnehmen wollte. Nun bist du ja eine ganz junge Frau und erst ein Jahr im Beruf. Was sagt denn dein Chef oder deine Chefin und die schon sehr erfahren sind im Bereich Altenpflege? Also ich sag mal, meine Mitarbeiter, die teilweise schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, die kämpfen teilweise mit mir. Es gibt aber auch schon welche, die sagen, da kann man teilweise nichts mehr machen, also wo ich dann sage, hallo, warum jetzt resignieren? Weil ich sag mal, von der Motivation her bin ich, glaube ich, noch ein bisschen frischer als... Ja, du bist idealistischer vielleicht, gehst du da ran. Aber ich muss auch nochmal wirklich mein Entsetzen zum Ausdruck bringen, dass ein Arzt so etwas sagt. Ja, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, ist es doch ein Gebot, eine Pflicht der Nächstenliebe, und der Mitmenschlichkeit, dass man versucht, der Frau so gut wie es irgend möglich ist, die vermutlich sehr, sehr starken Schmerzen zu nehmen. Also müsste man doch eine sehr hohe Dosierung der Schmerzmittel ihr geben. Natürlich. Und ich sag mal, das ist auch wiederum der Unterschied. Im Krankenhaus kann man teilweise, okay, jetzt mit Opiaten, Morphin und so kann man nicht eigenmächtig handeln, aber dort ist es einfach mehr an der Tagesordnung oder auch akuter, dass man eben nach Morphinpräparaten, abweichende, wie auch immer, greift. Und im Altenheim ist es wirklich so, dass
ohne das Votum, ohne die Unterschrift des Arztes geht nichts. Und wir sind so die Hände gebunden. Jetzt muss ich mal was ganz Ketzerisches fragen. Oder sind da wieder irgendwelche Kosten im Spiel, dass das zu teuer ist, für den Arzt das zu verordnen, permanent? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das läuft ja dann finanziell über die Betreuung wiederum. Na, ich traue diesen ganzen Sachen mittlerweile überhaupt nicht mehr, wo an welchen Ecken gespart wird, vor allen Dingen an Leuten, die sich nicht mehr wehren können und wo keine Angehörigen da sind, die mir auf den Putz hauen und sagen, hier so geht es aber nicht. Würde ich gerne noch was zu dieser armen alten Dame fragen. Du sagst, die Tumore sind wie Tennisbälle am Hals. Ja, und nicht nur am Hals, sondern auch mittlerweile auf der Brust, also in den Achselhöhlen. Mhm. Also das ist wirklich ein weitaus gestreuter Tumor, der wirklich überall dort ist, wo irgendwelche Lymphknoten sind. Die Frau ist wahrscheinlich komplett bettlägerig? Ja, mittlerweile ja. Kann sie denn überhaupt noch schlucken und richtig atmen? Also heute war ich wieder bei ihr, also ich habe sie gepflegt. Sie hat schon mittlerweile kurze Atemaussetzer. Mhm. Mit dem Schlucken wird es auch immer schlechter. Manche versuchen ihr noch großartig, sag ich mal, Getränke anzureichen, wo ich dann sage, ich lege ihr dann in dem Fall eine Infusion, dass sie dann einfach Flüssigkeit über die Nadel bekommt, dass sie dann ihre Flüssigkeit erhält, weil man will ja keinen, sag ich mal, verhungern oder verdursten lassen. Die Nahrung besteht eigentlich aus hochkalorischen Getränken, sag ich mal. Das nennt sich auch Energy Drinks. Ja, ja. Das ist also Astronautenkost? Genau. Das kann sie noch runterschlucken? Das geht noch, aber es muss schon eine Konsistenz haben. Es darf nicht zu flüssig sein, weil dann verschluckt sie sich. Mhm. Und zu dick kann sie auch nicht schlucken. Also es muss schon wirklich... Wie lange ist dieses Leiden jetzt schon so, wie du es gerade beschrieben hast? Also ich sag mal, in den letzten 4 Wochen hat sie sich extrem verschlechtert. Man konnte, sag ich mal, in den letzten 4 bis 8 Wochen konnte man fast täglich sehen, wie diese Bälle von Tischtennis zu Tennis groß angeschwollen sind. Ich finde es erschütternd, was du erzählst, und wahrscheinlich ist es ein Beispiel von Hunderten oder Tausenden. Und es kann einem Angst und Bange werden, wenn man alt wird und niemanden mehr hat, der sich um einen kümmert. Ich finde es sehr ehrenwert, dass du dich da so reinkniest. Wahrscheinlich ist deine Macht aber sehr begrenzt als jemand, der erst ein Jahr im Beruf ist. Dennoch, mach weiter so, mach es weiter und sieh die Menschen und deren Anliegen. Ja, was ich dazu noch sagen muss, den auch noch ein Problemfall bei ihr ist jetzt, ich sag mal, von der Betreuung ist festgelegt, dass die gute Dame wirklich bei akuter Atemnot ins Krankenhaus soll. Mhm. Das Problem ist doch natürlich, diese Bälle, die am Hals sind, sage ich mal, diese Tumore, die drücken irgendwann mal auf die Luftröhre, ist ja klar. Und dann wird sie früher oder später Atemnot bekommen. Mhm. Und ich finde es eine wirkliche Quälerei, sie dann noch, ich sag mal, ins Krankenhaus zu packen, der Transport allein schon auf diesen Wagen, der Weg und Sonstiges. Wer hat das? Das hat der Vormund verfügt? Genau. Mhm. Und da bin ich auch noch derzeit mehr oder weniger am Kämpfen, wenn ich diesen Vormund mal erreichen würde, könnte. Mhm. Das finde ich total sinnlos. Mhm. Mit welchem Ziel sollte sie dann noch ins Krankenhaus gebracht werden? Ja, dass sie so gesehen nicht mehr diese Atemnot erleidet. Mhm. Aber das wird sie so oder so. Mhm. Weil man kann nichts machen, außer den Tumor entfernen. Aber das sind 6, 7, 8 faustgroße, Tennisbälle große Tumore. Und bei dieser OP, das wird sie, um ehrlich zu sein, nicht überleben. Wahrscheinlich wäre das auch schon längst passiert, wenn das möglich gewesen wäre. Außerdem ist die Frau ja wirklich sehr, sehr, sehr alt, wenn du sagst, Jahrgang 1914. Das Problem ist ja auch noch, dass wir jetzt, sage ich mal, intern so im Team vermuten, dass sie es bis zum Sonntag nicht mehr schafft, weil sie wirklich sehr, sehr schwach ist. Ich würde es ihr gönnen, beziehungsweise eher gesagt, ich würde es ihr mehr als alles wünschen, dass sie einfach wirklich die Augen schläft und einfach nur einschläft. So, Jasmin, ich wünsche dir für deine Arbeit, für deinen Beruf, du hast dir da einen sehr schwierigen Beruf ausgesucht und einen sehr wichtigen Beruf, der leider überhaupt nicht genug anerkannt wird in unserer Gesellschaft, den ich ganz oben anrechne in der Hierarchie von Berufen, nämlich Danke. Die Leute, die im Pflegebereich arbeiten. Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute und bleib so menschlich und kämpfe für die Leute, die keinen Sprachraum mehr haben. Das werde ich wohl machen. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, Jasmin.
Brigitte. Brigitte begrüße ich. Brigitte ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Brigitte, du hast dich auch... Erstmal Hut ab davor, vor dieser Jasmin. Finde ich auch. Also, das ist, also mir ist das eiskalten Rücken runtergelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche dieser alten Dame, dass diese Jasmin bei ihr ist, wenn sie die Augen schließt. Was Besseres könnte ihr gar nicht passieren. Ja, das glaube ich auch. Das habe ich auch so empfunden gerade, ja. Du hast dich auch gemeldet zum Thema Schmerzen. Ja, ich habe mich auch gemeldet. Ich hatte mich in der Woche schon mal gemeldet zu dem Thema mein zweites Leben. Mein zweites Leben hat angefangen mit Schmerzen praktisch. Und deswegen bin ich heute auch wieder hier. Was war da passiert? Ja, also ich habe, also meine Diagnose ist eine beidseitige Hüftkopfnekrose. Das heißt, also die Hüftköpfe, die Knochen lösen sich auf, zerfallen. Die zerfallen in sich. Was ist das für eine Krankheit? Woher kommt die? Ja, das sind Durchblutungsstörungen und das ist auch erblich, also väterlicherseits auch, ne? Also starke Durchblutungsstörung. Und und das ging los im Dezember 2004. Da bekam ich Schmerzen und die wurden immer schlimmer. Und dann wurde die Diagnose am 20. Januar 2005 gestellt. Und da bekam ich dann gleich zwei Krücken verpasst. Ja. Und da laufe ich heute immer noch mit rum. Also ohne geht's gar nicht, davon abgesehen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Also wie gesagt, mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Also ich habe 35 Jahre gearbeitet. Ja. Und das ging von praktisch von 100 auf 0 dann auf einmal zurück. Ja. Also es ging gar nichts mehr. Ich bin auch dadurch gleich sofort in Frührente gekommen. Das heißt, das zweite Leben hat mit Schmerzen begonnen und wird dich auch mit Schmerzen begleiten. Ja, ganz genau. Ja. Nimmst du denn auch starke Schmerzmittel? Ja, also ich bekomme Morphium. Auch Morphium? Ich bekomme Morphiumpflaster, was ich alle 72 Stunden wechseln muss. Und außerdem auch noch, nicht Morphium-Tabletten, aber Ibuprofen. Ja. Da nehme ich am Tag 1800 Milligramm. Das ist eine ganz schöne Hammerdose. Ja, ja. Und das geht natürlich auch auf Magen und so weiter und so fort. Das ist ja klar, dass das alles nicht so prickelnd ist. Das heißt, wenn du diese Schmerzmittel nicht nehmen würdest, könntest du es gar nicht aushalten. Gar nicht mehr bewegen können. Ja. Da würde wahrscheinlich jeder Schritt, jedes Liegen schmerzen, ne? Ja, ich habe auch einen Ruheschmerz. Also jede Bewegung, wie gesagt, tut mir weh. Wenn ich aufstehe, in die Küche gehe oder ins Bad muss oder so. Also jeder Schritt ist mit Schmerzen immer verbunden. Diese Krankheit? Trotz der Schmerzmittel. Ja, diese Krankheit kann nur mit Schmerzmitteln behandelt werden. Es gibt keine therapeutischen Mittel, die die Krankheit aufhält. Doch, ich bekomme zweimal wöchentlich Physiotherapie. Ich bin operiert worden. Also ich habe eine neue Hüfte schon bekommen. Und zwar habe ich die bekommen am 21. Mai 2005, habe ich eine neue Hüfte bekommen. Das heißt, die poröse, die kranke Hüfte ist rausoperiert worden. Ist rausoperiert worden und ist neues Gelenk reingesetzt worden. Ist das die Lösung? Nein, es war überhaupt nicht die Lösung. Im Gegenteil, danach ging es noch viel schlechter. Weil? Warum? Ja, das kann sich kein Arzt erklären. Ich bin hier von Arzt zu Arzt gelaufen und ich habe mehrere MRTs wurden bei mir gemacht. Es wurde eine Sintigraphie gemacht und die Hüfte sitzt einmalig. Die neue Hüfte ist aus Titan, ne? Ich glaube, ja, so ein ganz irres Material. Aus Porzellan. Oder so, ist egal. Also auf jeden Fall ein künstliches Material. Ja. Die Schmerzen sind dann an den Rändern vielleicht, oder wie ist das erklärbar? Nein, die Schmerzen sind die bei jedem Schritt, den ich tue. Mein rechtes Bein, das operierte Bein, das sackt weg. Also wenn ich alleine jetzt ohne Krücken gehe, dann sackt das rechte Bein sackt total weg. Ich muss nochmal ganz profan fragen. Ja. Wenn man die andere Hüfte jetzt auch operieren würde, könnte man da sagen, dass die Krankheit wegoperiert ist? Nein, im Gegenteil. Sie ist noch im Körper, oder? Ja, im Gegenteil. Also die Ärzte raten mir,
Also ich bin, wie gesagt, ja auch in der Schmerztherapie jetzt ja auch. Und die Ärzte, mein Hausarzt und auch in der Schmerztherapie, die haben gesagt zu mir, also um Gottes Willen bloß nicht die linke Hüfte jetzt machen lassen, obwohl das wird auch immer schlimmer, weil ich die linke Hüfte ja mehr belaste als die rechte. Warum sollte die? Man hat ja einen schiefen Gang. Ja, warum sollte die nicht operiert werden? Ja, dann würde ich im Rollstuhl sitzen. Dann könnte ich gar nicht mehr laufen. Und das bringt natürlich auch enorme Probleme, auch so gesellschaftliche Probleme und irgendwie, also ich bin total, wie gesagt, von 100 auf 0 runtergeknallt. Würde dich gerne nochmal was zu der Krankheit fragen. Besteht die Gefahr, dass dieser Zerfall der Knochen auch auf andere Knochenbereiche übergeht? Nicht. Das nicht. Es ist auf den Hüftenbereich. Deswegen würde ich es so als Laie sagen, wenn die Hüften rausoperiert sind, ist die Krankheit weg. Aber es ist. Ich habe ja auch, als ich den Termin bekommen habe für die Klinik, dass ich die OP kriege, und da habe ich so Glück gehabt, dass das innerhalb von 2 Wochen gleich geklappt hat. Da habe ich mich so drauf gefreut und ich bin so glücklich dahin gefahren und komme da auf Deutsch gesagt, wie ein Krüppel wieder raus. Ne? Könnte das sein, dass das in der Seite, die operiert ist, dass das Phantomschmerzen sind? Nein. Das sagt, also ich habe auch gesagt, ich habe gedacht, weil alle Ärzte zu mir gesagt haben, die Hüfte sitzt, die sitzt gut, ist geröntgt worden, noch und nöcher. Und alle haben gesagt, also die sitzt einwandfrei, alles in Ordnung, aber alle sagen, nee, sie haben die Schmerzen, die sind da, und nun bekomme ich noch zusätzlich jetzt Mittel, wird angenommen, dass da vielleicht mit den Nerven was nicht, weil da werden die auch Nerven durchtrennt, durchtrennt. Und nun bekomme ich so ein Medikament zur Durchblutung der Nerven. Noch ein Medikament. Ja, noch mehr, Und teilweise habe ich, und das ist eben auch mein Problem auch. Die Hauptsache, mein hauptsächliches Problem ist eigentlich, Schmerzen sind furchtbar. Aber dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich vorher leben konnte. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Sachbearbeiterin bei einer Versicherung. Und das geht jetzt alles nicht mehr? Nee, ich bin Frührentner. Bist jetzt Frührentner? Ja. Also wirklich von 0 auf 100 rausgehauen aus dem normalen Leben? Genau, raus. Hast du Familie, und Kinder? Ich habe immer gerne gearbeitet. Familie, nein, was heißt Familie? Ja, natürlich habe ich eine Familie. Ich ich bin geschieden. Und ich habe aber einen Partner, mit dem ich seit 15 Jahren zusammen bin. Wie geht der denn mit deiner, jetzt Ja, das ist ein Problem. Ist ein Problem. Also, es war jetzt ein ganz großes Problem. Wir standen kurz vorm Aus. Und das hat mit der Erkrankung zu tun? Ja. Weil er mit der Erkrankung nicht umgehen kann? Oder weil du auch irgendwie von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Also, ich war so eine Frau, ich habe das alles immer alleine geschafft, alles immer irgendwo alleine hinkriegen, du bringst dein Leben irgendwie selbst, du hast das alles selbst im Griff, und auf einmal nur auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, und das bin ich, weil ich kann meinen Haushalt nicht mehr alleine machen, es geht gar nicht mehr. Das geht überhaupt nicht mehr. Da muss man natürlich, wenn man so eine starke, selbstbewusste Frau war und wie du dich gar nicht erkennen. Ja, das ist dann sehr schwer, da umzulernen. Und das ist auch mein Fehler gewesen, denke ich mal, dass ich auch nicht Hilfe angenommen habe. Ne? Das wollte ich gerade ansprechen. Wäre das für dich ein Weg, vielleicht eine Beratung mal aufzusuchen? Ja, das hat mein Partner mir auch vorgeschlagen. Er hat gesagt, also, dass wir mal eine Partnerschaftsberatung machen, damit das nicht unsere Beziehung nach dem Bach runtergeht. Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Es ist allemal ein Versuch wert. Ich würde dir gerne anbieten, wenn du das möchtest, dass wir dir vielleicht einige Adressen an die Hand geben, in deiner Umgebung, wo ihr hingehen könntet. Das wäre super. Ja, dann machen wir das so, Brigitte. Dann legst du auf. Meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir für die Beziehung alles Gute und natürlich auch von Herzen, dass die Krankheit sich dann doch vielleicht wieder etwas regeneriert. Das hoffe ich auch. Und erstmal ein ganz super tolles Dankeschön für deine tolle Sendung. Ich bedanke mich für das Kompliment. Und auch dein Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Hier ist Florian. Florian ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Genau. Hallo Florian. Also, ich
rufe ja aus Luzern an und ich bin ja... Aus Luzern? Aus der Schweiz? Genau. Ah, ja. Genau, ich hab dich schon schon als Gymnasiast verfolgt, also in deiner Sendung. Mhm. Und jetzt hatte ich mehrere Nächte Dienst und jetzt eine Nacht frei und kann nicht schlafen, weil wegen der Schlafumstellung. Und dann habe ich gesehen, dass wieder deine Sendung dran ist und dann das Thema, das gerade passte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mal da warum beteiligen an der Diskussion. Warum passt das Thema gerade? Ja, also mich hat vor allem das Gespräch mit der Krankenschwester beeindruckt, die ja diesen, wie du es genannt hast, erbärmlichen Zustand beschrieben hat. Mm-hmm. Ich wollte einfach nur sagen, es ist häufig sehr schwierig, mit Schmerzen bei dementen Patienten zu behandeln. Bist du selbst im Pflegebereich tätig? Nein, aber ich bin auf der inneren Medizin und da haben wir auch sehr viele Patienten, die eine mittelmäßige Demenz oder auch eine schwere Demenz haben. Ich habe gar nicht verstanden, wo bist du in der inneren Medizin? Mhm. Als was bist du da tätig? Als Assistenzarzt. Ach so, als Assistenzarzt sogar, ja. Genau. Ja. Und das ist, ich meine, wenn man häufig hat man das Gefühl, okay, diese Frau muss jetzt massiv Schmerzen haben, und da muss man etwas tun, da kommt der Aktivismus. Und das finde ich auch dann zum Teil auch ganz gefährlich, wenn man dann die Patientin im Prinzip nur noch abschießt und wenn sie den ganzen Tag nur noch schläft, weil man ihr so viel Morphium gegeben hat, dann bringt es ihr ja auch nicht sehr viel. Ich verstehe, aber das Problem ist ja gerade in so einem Fall, dass man eben nicht weiß, was in dem Patienten vorgeht. Ja, eben, aber dann kann man sie ja nicht abschießen, wenn man das nicht weiß. Und man kann ja nicht annehmen, okay, sie muss jetzt ganz starke Schmerzen haben, also muss ich sie jetzt mit ganz hohen Dosen behandeln. Das ist ganz gefährlich, ich meine. Aber die andere Seite ist ja auch ganz gefährlich, dass man vielleicht einen solchen Menschen unterversorgt mit Schmerzmitteln. Ja, da die Gefahr besteht. Deshalb gibt es ja, man kann zum Beispiel bei dieser Frau, man kann sehen, wie sie da im Bett ist, krümmt sie sich vor Schmerzen. Mhm. Und das kann sie auch, wenn sie eine Demenz hat. Genau, das wollte ich dich fragen, da wirst du Erfahrung haben. Kann man an Mimik, vielleicht an Augen oder an irgendetwas bei demenzkranken Menschen sehen, wie stark er den Schmerz empfindet? Extrem viel. Ah, ja. Wir trainieren ja das tagtäglich mit Patienten, die zum Beispiel kein Deutsch oder die Landessprache nicht verstehen. Mhm. Da kann man auch extrem viel aus der Mimik herausholen, auch wenn es ganz wichtig ist, die Patienten zu befragen, wenn das nicht geht und sich man dann auf das Äußere konzentriert. Dennoch, wenn man zum Beispiel in die Augen schaut und die Pupillen sind ganz weit, das ist zum Beispiel ein Zeichen, dass jemand Schmerzen hat. Oder wenn jemand so die Augen richtig zukneift, oder so, dann muss man handeln, das ist klar. Ja. Aber wenn jemand jetzt auch zufrieden im Bett sitzt und man hat das Gefühl, der Hals ist jetzt so dick, der muss wehtun. Mhm. Wenn sie diese Zeichen nicht hat, dann habe ich keinen Grund, sie jetzt so zu dosieren, dass sie dann nur noch schläft. Mhm. Das ist so, es ist ganz gefährlich, es ist überhaupt nicht einfach. Also ich glaube auch. Ich glaube, dass das für Mediziner sicherlich ein immer ein Seiltanz ist. Ein sehr schwieriger Weg, wie mache ich es nur richtig und wie beobachte ich einen Patienten genau, um ihm gerecht zu werden? Ja, und häufig ist es auch natürlich, das ist ein ständiger Konfliktstoff zwischen Ärzten und Krankenschwestern, weil sie sind zwar häufiger beim Patienten und beobachten auch sehr vieles und teilen das dann mit. Und wenn man dann aber und haben eine Vorstellung, wie es sein sollte, und wenn man dann diese Vorstellung nicht erfüllt, dann kommt man sofort in einen Konflikt, weil man hat ja immer auch ein Konzept, also sollte man auf jeden Fall haben, und das ist dann immer wird dann zum Teil auch auf dem Rücken des Patienten ausgetragen, der Konflikt zwischen dem Arzt und der Krankenschwester, die sich nicht einig sind über die Strategie oder das. Würde ich gerne was fragen, also mit den Augen, das hat mir gerade eingeleuchtet, wenn du sagst, dass man das in den Augen sehen kann. Was die Mimik anbelangt, könnte man ja auch die These aufstellen, wir wissen es ja alle nicht, dass vielleicht ein so schwer kranker Mensch das eben nicht einmal mehr in seiner Mimik zeigen kann. Frage ich dich jetzt. Ja, nein, das würde ich jetzt aber nicht sagen, weil das sind ja dann nicht mehr, also Schmerz wird ja schon auf der höchsten Ebene des Gehirns verarbeitet. Mhm. Das schon, aber das ist trotzdem auch im Prinzip ein primitiver Reflex, weil auch Patienten zum Beispiel, die im Koma sind, die eigentlich nichts mehr von, die keine Wahrnehmung von der Außenwelt haben,
auch die prüfen wir zum Beispiel auf Schmerzen. Und das ist auch, das ist also ein sehr zuverlässiger Parameter, wenn wir Leute beurteilen. Und deshalb finde ich, deshalb äußert sich das auch, wenn jemand Schmerzen hat, und zwar massive Schmerzen, auch wenn er geistig gestört ist, wird er das auf die eine oder andere Art zur Schau stellen. Ja. Und das soll man achten. Florian, das fand ich jetzt sehr informativ und bin froh, dass du nochmal durchgekommen bist und hast bei uns noch sprechen können. Das ist ja noch wieder eine ganz andere Warte, wenn man einen Arzt dann nochmal auch dazu hört. Okay, vielen Dank und schöne Grüße in die schöne Schweiz von hier aus. Genau, okay, adieu. Tschüss Florian, ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und